So, ich muss jetzt nochmal das zweite Video starten mit den Zinssatzartikeln, ne? Weil ich musste unterbrechen kurz, ne? Ja, und das war so ein Rasselspaß, rot, ne? So ein Büchlein und Karton, ne? So richtig feste Chipboard sozusagen und mehrere Seiten. Und da in der Mitte ist eine Rassel und 10 Cent. Statt 2 Euro habe ich das mitgenommen, ne? Ist auch zum Spielen. Das hier und dann lag sowas auch 10 Cent, eine Klammer, ne? Für die Küche da was mal zu klammern. Steht ja 2 Verschlussklammern, aber eine fehlte. Und dachte ich, ja, für 10 Cent ist okay. Kann man ja gebrauchen. So, und dann war noch so eine Buttonset, achteilig steht, ja, und das sind so verschiedene Buttons, so eine Einstecknadel, ne? Auch für 10 Cent eben, ja, kann man schon auch mal vielleicht auf den Rucksack mal dran stecken oder auf ein Album oder ja, nicht schlecht. Und da ja, also ich hatte die Sticker rausgeholt, obwohl das auch weihnachtlich ist. Auch da habe ich eins gefunden, 1,50 und jetzt eben 10 Cent. Ne? Ja, das sind so Aufkleber, Sticker und ja. Ist ja süß. Ja, sowas. Und das auch noch. Sind so Pop-up-Sticker. Ne? Auch 1,50. Ja, eben weihnachtlich. Kommt dann wieder, wenn wir es da soweit wieder kommt. Weihnachtlich. Und das auch so ein Sticker-Set von für richtig auf Deutsch, ne? Weil dann hat man immer Todo und so. Und da ist es echt richtig auf Deutsch. So Sticker und 12 Stück. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja, aber dann heißt es ein Bogen nur. Ja, aber ist holographisch dann, ne? Auch für 10 Cent. 1 Euro. Oh ja, und da gab es noch, lag noch diese Verstärkungsringe. Und dachte ich, wow, schön. Und sind 4 Blatt, 40 Ringe. Je 40 Ringe. Auch für 10 Cent statt 50 Cent. Ja. Und das ist so ein Magnet, 4 Magnete, Lesezeichen. Super, ne? Schön Einhorn. Auch für 10 Cent. Lesezeichen magnetisch, ne? Ja, Magnete, die kann man ja auch für Alben dann nutzen, ne? Ist auch gut. Ja, das ist erstmal. Und dann hatte ich noch Glück. Ich habe diese Designblöcke, die kleine, bekommen. Auch hier für 10 Cent. Ne? Die waren auf 55 voll reduziert und dann auf 10 Cent. Und da habe ich sie eben 3 von denen bekommen. 2 von der Sorte. Auch hier 10 Cent. Bekommen. Ist so ein, ja, es ist nicht dünn das Papier. Man kennt es ja, weil es ist ja Weihnachtsartikel. Ja, 2 von denen gab es. Auch für 10 Cent. Und 2 von denen, einer ist ein bisschen da eingerissen, aber kein Problem. Ja, für 10 Cent. 2. Und einer von denen mit den Schneemännern, ne? Aber ja, echt süß, aber
Nur einer. Ja, auch 10 Cent. So, da habe ich mich echt gefreut. Das ist immer Papier und für so einen Preis, ne, ist echt ein Geschenk. War ich sehr glücklich. So, erstmal das. Bis dann.